So Stereo. Ich habe schon seit 10 Tagen nimmer rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nichts als ein Fleisch und Manteltaschen. Und immer zu Frühstück und schnorre mal über Zigaretten an. Und aber was schön in. Und weg, ich komme mal entgegen. Die Mauer kommt uns auf mich zu. Der Arzt geht, der mir entgegenkommt. Und davor. Und ich weiß mich. Mach bei mir schnell. So glückliche Menschen im Walsertal. Aus Deutschland kamen sie mit Fahnen. Kurz. Yes. März, Wiener Heldenplatz. Finale und Sieg für Hitlers Variante der großdeutschen Reichsidee. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Für viele wird nun das 1918 verweigerte Selbstbestimmungsrecht endlich vollzogen. Seyß-Inquart hat ausgespielt. Er will in seinen Anwaltsberuf zurück. Doch Hitler ernennt ihn zum Reichsstatthalter. Viel Ehre, wenig Macht. Das tut der Huldigung keinen Abbruch. Heute grüßen alle Deutschen aus der Ewigkeit den Führer aus dem Vollender. Mein Führer, wie immer der Weg führt, wir folgen ab. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Lass mich in Ruhe, wieder kurz Ruhe. Ja, Baustelle, Parlament. Lass mich in Ruhe. Heute schicken sie meine Kinetten zu. Für ein paar Schulden. Kurz im Walsertal. Was für eine präpotente Art. Sauerei. Herr Kreuzer, wenn ich sagen darf, der Sinn meines Buches ist das, das mir aufgefallen ist. Und zwar sowohl bei der Beobachtung der Einzelnen, aber auch bei der Beobachtung des Gesamtklimas, also der Gesellschaft, dass hier enorme neurotische Züge vorliegen und wiederholt dominieren. Und es ist das Anliegen nun, für die Zukunft Wege zu weisen. Wie kann man es besser machen? Denn es ist außer Zweifel, dass die Neurose in den ersten 6 Lebensjahren künstlich erzeugt wird durch das falsche Verhalten der Eltern. Ich will gar nicht 2 Dinge bestreiten. Erstens, dass es auch in anderen Ländern vielfach die Neurose gibt. Zweitens möchte ich ausdrücklich sagen, weil das vielfach missverstanden worden ist, dass bei mir selbstverständlich Neurose kein Schimpfwort ist. Der Österreicher ist ja tragischerweise so rückständig, dass er alle diese, dass er psychische Begriffe als Demütigung, Degradierung und
und Benachteiligung und Stigmatisierung auffasst. Also das, davon kann gar keine Rede sein. Dieses Buch ist liebevoll geschrieben mit der großen Bitte, dass wir eine neue Erziehung haben sollen, dass wir eine neue Schule haben sollen, wo wir versuchen, solche Neurotisierungen zu verhindern. Aber zuerst muss einmal eine Diagnose gemacht werden und die habe ich versucht zu machen. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist Gesa Frank. Ja, und Sie sind wie alt? 32. Okay, und Ihr Beruf ist? Ich bin freier Musiker. Mhm. Ja, freier Musiker und das ist es. Ich bin auch Milizsoldat. Okay, und wie lange schon? Freiwilliges Engagement, und zwar seit 2005. Okay. Und derzeit habe ich sehr großes Glück gehabt, dass ich nicht genauso betroffen bin wie die meisten anderen freien Musiker. Mhm. Ich mache die Vertretung für eine Milizkameradin, die jetzt im Assistenzeinsatz ist, und ich vertrete sie für den Zeitraum ihrer Assistenzeinsatz an einer österreichischen Universität. Okay. So eine geringfügige Beschäftigung und ist nach 3 Monaten zu Ende. Und meine Auftrittsmöglichkeiten für dieses Jahr sind völlig entfallen. Die nächsten Auftritte, die ich wieder habe, sind im Februar 2021. Bis dahin keine Dienstmöglichkeiten. Geringfügig? Ja. Aber mit dem kann man ja nicht leben, oder? Normalerweise nicht. Und ohne Unterstützung aus der Familie wäre das auch nicht möglich für mich. Mhm, mhm. Und was hat Sie dazu bewegt, dass Sie sagen, Sie stellen sich hier allein? Ja, warum stehe ich hier auf verlorenen Posten? Viele Leute kommen ja auch nicht vorbei, aber es ist ein symbolträchtiger Ort. Hier steht das Parlament derzeit provisorisch. So wie auch die Maßnahmen, um die Kulturschaffenden in Österreich zu schützen, relativ provisorisch sind. Und ich stehe dafür da, um aufmerksam zu machen darauf, dass wir bald eine Notsituation haben werden, beziehungsweise nicht bald, sondern die ist teilweise schon vorhanden bei vielen Leuten. Wer wir? Wir, und zwar vor allem die freien Musiker, Kulturschaffende, Schauspieler, Bühnentechniker, jeder, der ein eigenes Gewerbe hat. Wie gesagt, im Kulturbereich sind 96% der ganzen Firmen Ein-Mann-Betriebe, Mini-Unternehmen. Und viele von denen fallen jetzt komplett durch bei Hilfsmaßnahmen. Das sind komplett ausgeliefert. Viele haben keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und kriegen jetzt auch kein Geld und fallen durch bei den derzeitigen Maßnahmen. Und wir reden hier von akuter Armut. Wir reden hier von Leuten, die dann ihre Miete eventuell nicht mehr bezahlen können, die sich nichts mehr zum Essen kaufen können. Ich glaube, dass es heute 3 große neurotisierende Faktoren gibt. Erstens eine Unterdrückung, eine Benutzung des Kindes als Objekt, eine Nichtanerkennung des Kindes als Partner und Subjekt, sondern das Kind wird für die eigenen Zwecke missbraucht. Die zweite Möglichkeit ist eine Verwöhnung. Und die Verwöhnung tarnt sich natürlich unendlich liebevoll. Du bist mein Alles, dir räume ich alles aus dem Wege, dient aber letztlich dem Ziel, das Kind an sich zu fesseln. Es kann die eigenen Kräfte nicht entfalten und bleibt daher ein Leben lang von den Eltern abhängig. Also in beiden Fällen ist es Verwahrlosung. Zu wenig Liebe, zu wenig Zeit, zu wenig Energie und Bereitschaft, auf das Kind einzugehen. Ja, letztlich eine Verwahrlosung, und da sind wir gerade bei dem dritten Punkt, den ich für den modernsten und den neuesten halte, dass nämlich viele Eltern heute in einem Rasen nach Geld, nach Macht, nach Fortschritt, nach größerem Besitz, nach Zuwachs, wie ich das nenne, auf das Wachstum vergessen, im frommschen Sinne dem Haben dienen und nicht dem Sein, dadurch für die Kinder keine Zeit haben, müde und erschöpft sind, Werte nicht vermitteln, das Kind muss nicht nur mit Nahrung, sondern auch mit seelischer Nahrung gefüttert werden, von dem, was die Eltern erleben, muss es etwas empfangen, das ist heute vielfach nicht der Fall, und auf diese Weise wachsen kompasslose Kinder heran und bilden eine Jugend, die oft desorientiert ist und sich selber versuchen muss, das zusammenzusuchen irgendwo, was sie einfach nicht bekommt. Alles, was an Plänen daherkommt, am Freitag soll wieder ein neuer Plan daherkommen, wird wahrscheinlich ein Schaß mit Quasteln sein. Okay, ein Schaß mit Quasteln, ja.
Nur eine, noch eine Frage, warum stehen Sie allein? Haben Sie keine Kollegen oder Kolleginnen, die Sie dabei unterstützen? Ich gebe es genügend Kollegen und Kolleginnen, die mich unterstützen würden. Aber ich bin nicht jemand, der großartig zu Protesten aufruft und versucht, große Menschenmengen, vor allem in der gegenwärtigen Situation, jetzt hier zu bewegen, um dann einmalig einen Tamtam zu machen, sondern mir geht es um die Beständigkeit. Mir geht es darum, ich stehe jeden Tag jetzt hier für eine Zeit, bis es einen Plan gibt, bis man sagt, okay, wir hören zu, wir reden tatsächlich auch mit den kleineren Künstlern und Kulturschaffenden. Und es geht darum, dass man einen Dauerzustand zeigt. Nicht einmal ein paar Höhe, sondern dass hier ein Zustand ist, der lang andauern wird, dass wir keinen Plan haben, keine Gescheiden, dass das eigentlich ein Armutszeugnis ist für die Kulturnation Österreich. Ihr seid der Mensch, die größte Katastrophe seit Erfindung von Demokratie. Und es haben ja doch jetzt in den letzten Tagen, ist mir aufgefallen, doch einmal, ich schaue ja auch selber kaum fern, aber immerhin auf YouTube oder so wurde dann veröffentlicht, Facebook, zum Beispiel ein Lukas Residaris, der Stellung genommen hat, ist das nicht, ich finde es aber trotzdem eigen, wir haben ja in Österreich trotzdem immer nur, dass ein paar wenige überhaupt die Plattform kriegen, medial wahrgenommen zu werden. Auch wenn sie für dich oder für andere sprechen. Aber ich denke mal, wir haben ja wahrscheinlich 100.000 Künstler und Künstlerinnen. So ist es. Wo sind die? Genau. Und zwar, das ist eins der zentralen Probleme, die ich ansprechen möchte. Wir haben in Österreich eine Kulturlandschaft, die, wie gesagt, mehr einem Museum, einem Kulturmuseum gleicht, als einer lebendigen Kulturlandschaft. Es kommen immer, so gern ich teilweise die Leute habe, die jetzt da aufmerksam machen, wie den Lukas Residaris etc., das ist ein wertvoller Beitrag und natürlich hat er mehr Gehör und da sind wir auch dankbar dafür, dass er da dieses Gehör nutzt, um uns Gehör zu verschaffen, aber es ist leider auch bezeichnend, dass es immer nur jemanden braucht, der eh schon seit Jahrzehnten eine Plattform hat, ja, wie ein Beamter und in Wahrheit ist das ein bisschen in Österreich die Kulturschaffenden, die wirklich gezeigt werden, die wirklich wer sind, die man wirklich dauernd sieht, das ist wie eine Beamtenschaft fast. Ich meine, nichts gegen die können ja nichts dafür. Aber wie es gehandhabt wird, Das ist ganz schwierig. So, Cut. Naja, heute geht es einmal um die wirklichen Helden, die auf dem bezeichneten Platz, Heldenplatz, sich hinstellen und über das Elend in der österreichischen Kulturförderung und auch Unterstützung sprechen. Vorausschicken möchte ich, dass man einen Großteil der Politiker und Politikerinnen leider nicht einmal einen Vorwurf machen kann bei einem gewachsenen System aus Selbstbereicherung, Verklausulierung, einem ideellen Kulturbegriff, der völlig daneben ist. Österreich war früher weder ein Land, wo man sagen kann, das ist Österreich und die Künstler und die Kultur, großen Männer, wie egal wer, welche Komponisten, das ist Österreich. Nein, wir waren eine große Region Europa. Eine große Region in Europa und viele kamen nach Wien. Manche waren eben aus dem heutigen Österreich, manche waren aus Tschechien, aus der Slowakei, aus Ungarn, aus Deutschland. Ja, wie ein Beethoven. Beethoven wurde ja zum Österreicher gemacht, während Hitler zum Deutschen gemacht wurde. So ist unsere Geschichte. Wir heften uns was auf die Fahnen und werben, ja, wir Österreicher, wir haben was Besonderes, wir sind Musikland, ja, wir sind ein armseliges Land. Man darf nicht mehr spielen dort, nicht einmal einen Ton von sich geben. Mit dem Dudelsack schon gar nicht, ja, mit der Gitarre muss man ansuchen, damit man im ersten Bezirk dort stehen darf und ein paar, ja, heiße Luftsachen rausblasen darf und vielleicht ein paar Groschen, ein paar Cent verdient. So schauen wir aus.
Fakten der Welt, unserer österreichischen Kultur. Da werden Leute, die faktisch etwas können, die international anerkannt sind, werden nicht einmal vergessen. Schauen Sie mal, Ö1, super Radio, bin ich voll dafür. Ich gehöre zu den wahrscheinlich in der Welt im Moment gefragtesten oder besten Whistlespielern im irischen Musikbereich, meiner Generation zumindest. Das ist, wie Sie sich vorstellen, das ist eine irische Musik, da kommt man nicht einfach so rein, da muss man reingeboren werden. Bin aber relativ alt erst nach Irland gegangen, war ich schon 21 und dort eingestiegen. Das ist ungefähr so, müssen Sie sich vorstellen, wie wenn jemand zum Beispiel aus der Zentralafrikanischen Republik nach Österreich kommt, um hier Abfahrer oder Slalomläufer zu werden und es dann auch schafft und tatsächlich auch mal Weltcups gewinnt. Genau das habe ich gemacht mit der irischen Musik. Ist jedem hier wurscht. Ja, ich bin ein Aushängeschild für Österreich im Ausland, international und hier natürlich genau ein Schaß wert. Interessiert sich keiner dafür. Kollegen, die auch ausgefallene Musikinstrumente spielen etc. hier in Österreich, sehr geschätzte Kollegen, die kriegen eine Plattform aus irgendeinem Grund. Schweigen. Einfach nur schweigen. Ja? Okay. In Irland und Schottland werden meine Songs auf BBC gespielt und RTE, das ist der irische ORF. Ja? Mhm. Da sind wir in den Charts. Mhm. Hier, schauen Sie mich an, wie ich jetzt darstelle. Ja, aber die Frage ist, wenn die auf den Charts gespielt waren, dann ist es doch interessant, dass sie keine Einkünfte daraus erlangen. Ja, sehr warum? Wenig. Sehr warum wenig. Eigentlich? Ist sehr, das sehr wenig. Es verschwindet extrem viel Geld in irgendwelchen Kanälen. Es gibt ja so super Künstlervertretungen, Musikervertretungen für die Rechte, Verwertergesellschaften in Österreich, das ist die AKM. Da darf man sich eh nicht zu viel aufregen, weil da gibt es ganz wildere Kaliber, so wie die GEMA in Deutschland oder SACEM in Frankreich etc. Und da verschwinden lustigerweise Millionen, wenn nicht Milliarden Beträge jedes Jahr irgendwo hin, wo man nicht weiß, wohin, aber bei den Künstlern kommt es nicht an. Schauen Sie, ich habe 1000 Euro blechen können, damit ich mein eigenes Album mit meinen eigenen Kompositionen veröffentlichen darf. Zurück habe ich vielleicht 500 Euro gekriegt oder sowas. Wo ist der Rest vom Geld hin? Das sollte ja mein Geld sein für meine Kreativität, dass ich mir halt dann über Umwege selber überweise, weil das System es so verlangt. Aber die Hälfte ist weg. Wo sind die Raubritter? Das ist der Wahnsinn. Cut. Nicht systemrelevant. Kunst und Kultur, ja, und Künstler sein, Künstlerin sein, das kann man natürlich wie heute sehr viel aus meiner Sicht betrachten, als eine Art Beruf hernehmen und dann alles dafür tun, egal welche Schulen zu machen und Methoden anzuwenden und sich zu vermarkten und für jeden Scheiß sich vor eine Kamera oder was zu stellen, um als Künstler zu gelten. Nein, Künstler sein ist eine Berufung. Da kann und gehört auch dazu leiden. So sehr traurig das ist. Und das Leiden ist nicht, weil es dazu gehört, sondern weil es durch System, durch eine Art und Weise von Denken, lern was Gescheites, dann Kunst ist nichts. Und wahre Kunst kommt von Können, so wie es der Hofer gesagt hat, wo man gleich sagen kann, ja, das haben wir schon damals bei den Nazis gehört. Da gibt es einen prominenten Mann, der die Propaganda aus Amerika importiert, perfekt angewandt, Goebbels. Kunst kommt von Können. Ja, denn Kunst hat was mit Selbstbewusstsein, den Erwerb von Selbstbewusstsein zu tun. Hat damit zu tun, dass man sich mit der Welt selbst reflektiert. Wenn ich ein Instrument spiele, dann mache ich etwas, ich höre etwas und wenn ich das dann zum Beispiel aufnehme oder aufführe, dann habe ich eine Reaktion. Und dann oft stellt sich heraus, dass das, was ich selber wahrnehme, nicht das ist, was andere wahrnehmen. Dahingehend hat Kunst und Kultur eine große Funktion, dass Menschen selbstbestimmt werden. Aber das allein reicht noch nicht.
Kunst und Kultur hat auch eine wichtige Funktion überhaupt im Leben des Menschen seit der Evolution. Wie lange machen Sie das jetzt schon da? Seit wie viele Woche oder da, dass Sie hier stehen? Das ist jetzt einmal der zweite Tag. Der zweite Tag. Und wie, was planen Sie jeden Tag? Ja, auf jeden Fall einmal. Ich habe jetzt genauso in dem Fall wie die Regierung keinen Plan, auf unbestimmte Zeit. Ja. Wir werden sehen, am Freitag gibt es angeblich neue Ankündigungen, aber was ich bis jetzt gelesen habe, geht es da wieder nur um größere Häuser, um systemrelevantere Sachen, um freie Musiker, Leute, die eventuell exotische Instrumente spielen oder exotische Karrieren haben etc., die nicht irgendwo von einer Theateranstellung oder Hausanstellung zur nächsten kommen oder irgendwie im Mainstream sind. Und dass diese Leute existieren, dass es gar nicht so wenige davon gibt, daran denken ja die Leute gar nicht im Ministerium. Das kommt ihnen ja gar nicht in Gedanken. Das ist nicht am Radar. Und darum bin ich hier, damit was am Radar ist. Okay. Das Prinzip Sinnlosigkeit, das ist nämlich ganz einfach. Wenn einmal der Zustand geschaffen war, was der Mensch sichtlich immer wieder im Zeitraum von ein paar Millionen Jahren hatte, zumindest 2 bis 3 Millionen Jahren, seitdem er das Feuer beherrscht, dann gab es auch Zeiten, wo keine Not da war. Und wenn keine Not da ist, man nur in den Sternenhimmel schaut oder blöd herumsitzt, dann werden die Leute normalerweise, wie auch hier, wenn sie arbeitslos sind und lange mehr keine Arbeit bekommen oder ausgegrenzt sind, verrückt im Kopf. Und was tut man dagegen? Musik machen, malen oder auch rauchen oder Tänze oder sich berauschen. Das ist nichts Negatives, sondern das sind natürliche Mechanismen, die es uns ermöglichen, einem Menschen, der ansonsten immer denkt, über sich nachdenkt, über die Welt nachdenkt, obwohl es eigentlich oft Unfug ist, einen Sinn im Leben zu geben. Und Kunst und sich versuchen mitzuteilen, das zu lernen und das auch genießen zu können, vielleicht als Zuhörer, Zuseherin und egal wie, dazu gehört die Fähigkeit, dass man von der sonst alltäglichen Sinnlosigkeit herausgerissen wird. Ob das jetzt 5 Bier sind, ein paar Marihuana-Zigaretten oder ein tolles klassisches Konzert oder eine wunderbare Tanzaufführung oder eine tolle Lesung, ist ganz gleich. Es ist alles verursacht durch dasselbe Grundprinzip. Und alle, die meinen, aus ihrer Wertewelt, in der sie hier aufgewachsen sind, in einem nach Erwin Ringel sehr kranken System, die österreichische Seele, was leider nicht ein sehr positiver Begriff ist, aber er hat die Hoffnung gehabt, dass das geheilt werden kann. Leider hat er sich geirrt kurz darauf, nachdem er so richtig bekannt wurde, damit sind so Leute wie Kurz geboren worden und davor hat Ringel gewarnt, vor dieser Art und Weise von Generation. Aber er hatte so große Hoffnungen, dass die Psychotherapie, Liebe und sinnvolle Pädagogik, wo man heute streiten kann, ob das sinnvoll ist, wie wir unsere Kinder erziehen, hat nichts mit freien Kindern und Kindern zu tun, die selbstbestimmt aufwachsen. Nein, das ist Eigenliebe der Eltern, die es haben wollen, dass ihre Kinder es besser haben. Wie schon die Generation davor und die Generation davor. Meine Kinder sollen es besser haben. Mach es wie ich, dann wirst du es besser haben. Aber wehe, du machst es nicht wie ich. Dann wirst du schon sehen. Dann wirst du leiden, Kind. Aber wenn du brav bist und dann auf Knien daherrutschst, dann werde ich dich trösten. Ja. Und wir verbieten unseren Kindern, dass sie sich vielleicht verletzen könnten, diese oder jene Erfahrung machen. Das ist eine traurige Pädagogik. Kinder sind so viel klüger, schon mit ein paar Jahren, schon mit 5, 6 Jahren, sind Kinder selbstständige Wesen, die sehr gut unterscheiden können zwischen Recht und Unrecht. Oft besser als die meisten gegenwärtigen Erwachsenen hier. Und ich weiß, die meisten fühlen sich angegriffen, mir passt, es ist so. Aber dafür gibt es ja Menschen wie Ringel und Freud und so weiter, die Österreich, aber nicht Österreich eigentlich in dem Sinn, sondern eine gewisse Art und Weise von Erziehung
Nichtbewältigung von Vergangenheit, sich nicht auseinandersetzen wollen mit seinen eigenen Gedanken, ob die Welt, die man meint, dass sie die richtige ist, nur weil 100.000 andere genauso denken, ob das gut und richtig ist. Ja, und wenn man das nicht macht, dann muss man halt nach draußen hin eine Maske aufsetzen. Ob es jetzt eine Atemschutzmaske ist, die nichts nutzt, oder dass man so tut, als würde das Leben so toll sein und alles so schön. Aber wie geht's euch denn zu Hause dann, vielen von euch? Ich weiß, man kann auch jeden Tag vom Spiegel treten und sagen, ich bin super und alles toll. Ist auch eine Form von ringlischer Neurose. Ja. Na, jetzt wollen wir doch weiter dem jungen Mann zuhören. Nicht am Radar ist ein gutes Stichwort. Sie haben vorher gesagt, Sie sind auch Milizsoldat. Und soweit ich das vernommen habe aus dem Gespräch, ich dürfte dort ja auch der Verdienst ja auch nicht gerade besonders sein. Wie oft machen Sie Milizsoldat oder wie häufig kommt es vor, dass Sie da auch irgendein Geld verdienen können? Naja, es ist so, dass das Bundesheer generell unter einem massiven Geldmangel leidet. Also auch da, obwohl man sagt und obwohl es definitiv systemrelevant ist, tut man so und behandelt so, als ob es nicht systemrelevant wäre. Mhm. Als Milizler haben wir natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn wir uns melden auf Einsätze, dann ist der Verdienst durchaus sehr, sehr gut. Okay. Im Auslandseinsatz vor allem, das ist eine große Chance und darum habe ich mich auch entschieden dazu, ein Milizoffizier zu werden, als sozusagen zweites Standbein neben der Musik. Mhm. Aber wenn man Dienst im Inland versieht oder wenn man einberufen wird auf Übungen etc., dann muss man das erstens einmal meistens von seinem Urlaub abziehen und zweitens einmal, es gibt da Möglichkeit auf einen Verdienstentgang für die Leute, die besser verdienen, für Musiker, aber wie ich, der das Minimum bekommt, ist das meistens für die pauschalisierten Stunden, vielen Überstunden für das wirklich Anstrengende, was man aber gern macht und freiwillig macht, halt nicht so viel, mhm. aber darum geht es ja in dem Fall nicht. Also das machen wir freiwillig, das machen wir gerne, aber es ist halt die Wertschätzung, auch hier ein bisschen schief oft einmal. Mhm. Ja, darf ich kurz unterbrechen? Wenn ich das richtig verstehe, Ihr Verdienst als Milizoffizier, speziell im Inland, wird aufgrund dessen, was Sie sonst verdienen, irgendwie berechnet und dann ein Verdienstentgang sozusagen als ja, monetäre Gegenleistung gebracht. Das heißt, wenn Sie nur 300 Euro im Monat verdienen, dann kriegen Sie halt auch nur 300 Euro, oder? Nein, so ist es nicht. Nicht. Also es gibt einen Mindestbetrag, der auch adäquat ist meistens. Ich meine, das Problem ist halt, dass man sehr viel Überstunden macht, aber das ist das Wesen der Miliz. Da geht es auch darum, dass man eben finanzeffizient handeln kann. Darum gibt es das Milizsystem. Aber es ist insgesamt das Problem, dass man merkt einfach im ganzen Gebälk, knarrt es, das, was wir eigentlich tun sollten, dass wir eigentlich behandelt werden sollten durch Regierung und durch Bevölkerung, ist nicht optimal. Sie haben gesagt, dass Sie einmal Geld, sichtlich haben Sie bekommen, angesucht und bekommen für die jetzt irgendwas oder haben Sie gar nichts bekommen? Nein, ich habe gar nicht erst angesucht. Es geht mir dann mehr darum, um unseren ganzen Stand. Und zwar gibt es einige Leute, die Fälle sind, es gibt eine Dunkelziffer in dem Fall auch, weil man nicht weiß, wie sich jeder meldet. Aber viele Leute fallen einfach komplett durch und qualifizieren sich laut den derzeitigen Richtlinien nicht auf eine finanzielle Hilfe. Mhm. Sprich, haben wir eine absurde Situation. Den Leuten wird praktisch Berufsverbot ausgesprochen. Die Leute können nichts mehr verdienen. Aber es gibt auch keinen Verdienstentgang. Wir hatten ein altes Epidemiegesetz, das ist schon oft zitiert worden, oft kritisiert worden. Ja? Und das ist jetzt umgeändert worden und da spart man sich ganz viel Geld. Also, Sie meinen, es war Bewusstseinsakt der Regierung. Sagen wir mal, okay, Maßnahmen, in denen ist klar geworden, okay, es gehen sicher viele Leute, da geht es um viel Geld und ändern wir einfach das Epidemiegesetz, weil dann können wir, ja, ich weiß nicht, was wir uns viel Geld ersparen, ist natürlich ein blöder Ausdruck in so einer Zeit, weil wir sind ja ein Wirtschaftssystem, das so alles zusammenhängt, aber sichtlich hat es irgendwas ein bisschen für mich so den Charakter, wir ändern das Gesetz, weil sonst müssten wir ja jeden, sagen wir mal, Entschuldigung, wenn ich so unter Anführungszeichen deppen, was zahlen. Wobei, zwei Wochen fast davor, mehr als zwei Wochen, am
22. April war das, glaube ich, ja, sind drei alte Künstler und Künstlerinnen auch demonstrieren gegangen. Diese Demonstration war aber nicht hauptsächlich aus Eigennutz, weil sie als Künstler, Künstlerinnen für ihre Probleme demonstrieren. Nein, sie sind für auch alle Jungen demonstrieren gegangen. Weil denn sie haben das Leben mehr oder weniger gemeistert, auch als Künstler mit vielen Schmerzen. Nein, sie sind für viele junge Künstler und auch andere, egal, Freischaffende, demonstrieren gegangen. Und wie viele Leute sind gekommen? Drei. Es gibt kaum eine Solidarität und eine gleiche Absicht hinter den Künstlern. Künstler sind halt leider auch große Narzissten, das müssen sie sein, sonst könnten sie nicht überleben in einer Gesellschaft von Gleichförmigkeit. Lern was Gescheites und dann ja, musst du keine Not leiden. Aber Kunst, das ist, davon kann man nicht leben. In Österreich nicht. Bis auf ein paar wenige, aber das ist eine eigene Geschichte. So, wie schaut es jetzt aus mit dem Epidemiegesetz? In Wahrheit kommt das ein bisschen, wenn ich jetzt einen Vergleich machen kann, der schon ein paar Mal bemüht wurde, durch einige Leute in der Privatwirtschaft, kommt das gleich, man hat eine Versicherung, man zahlt ein für die Versicherung, dann kommt der Versicherungsfall, dann ändert nach dem Versicherungsfall die Versicherung die Polizei und sagt, naja, jetzt haben sie aber kein Recht mehr auf einen Anspruch. Ne? Okay, das ist faktisch passiert oder ist das eine Vermutung? So fühlt sich das auf jeden Fall an. Ach so. Mit dem neuen Epidemiegesetz. Mhm. Ah, jetzt verstehe ich. Genau. Okay, das neue Epidemiegesetz ist ungefähr so, wie ihr seid eh versichert und braucht ihr ja nur dementsprechend dies und das machen. Und dann am nächsten Montag sagen wir, so, jetzt haben wir neue Dinge beschlossen, das von letzter Woche gilt nicht mehr. Gut, wenn du es eingereicht hast, kriegst du vielleicht was und wenn nicht, dann kriegst du halt nichts mehr, oder? So ungefähr könnt ihr das jetzt verstehen oder darf ich das so verstehen? Ja, es ist auf jeden Fall, kommt so rüber, dass man vorher, wo man einen Verdienstentgang, einen hundertprozentigen, eine Rückerstattung etc. durch Maßnahmen bekommen hätte, jetzt auf einmal neu bewertet wird und ganz viele Sachen jetzt so geregelt sind, dass man eben nicht, teilweise nicht einmal einen Ansatz von dem, was einem entgeht, durch die Maßnahmen jetzt bekommen kann. Mhm. Ja, in ganz vielen Fällen fallen die Leute überall durch. Weder Arbeitslosengeld berechtigt, noch bekommen sie was vom Hilfshärtefonds jetzt. Und dann fragt man sich ja, wo soll denn das hinführen? Ich meine, vor allem im Kulturgewerbe wissen wir nicht, wann wir wieder anfangen können oder wann wir wieder anfangen dürfen zu arbeiten. Das könnte länger dauern. Mhm. Es gibt keinen Plan, den wir verstehen, der auch wirklich allen hilft. Es bringt nichts, wenn man sagt, wir retten jetzt da das Burgtheater, die großen Häuser etc., wenn dann x kleine Musiker, Freie, die es jahrelang super geschafft haben, ja, jahrelang überleben konnten und nicht am Existenzminimum dahingeschrammt haben, jetzt aber langsam ihre Reserven verbraucht haben, nichts mehr kriegen, wie schaut es dann aus in ein paar Wochen oder Monaten? Mhm. Das ist, genau das sehen Sie hier, so wie ich. Mit solchen Klamotten werden die Leute dann durch die Straße gehen. Sehr ernste Situation. Aber jetzt sind die Klamotten noch eher als quasi nur aufmerksam machen, so wird es bald sein. Oder? Die Klamotten sind zweierlei. Ja. Einerseits, wenn wir nicht aufpassen, wird es bald mehrere solche Leute geben, die so wie ich durch die Gegend laufen. Lumpen und Fetzen, wenn man nichts anderes mehr hat. Andererseits ist das auch ein ziemlich akkurater Zustand der österreichischen Kulturpolitik im Moment. Ja? Außer, dass die österreichische Kulturpolitik glaubt, dass sie im Frack, im Smoking dasteht. Das war einmal ein Smoking. Das war einmal Smoking. Ja, wo sind die Raubritter? Blöde Brille. Vielleicht brauche ich sie so ja gar nicht. Na, beim Lesen und so. Das Alter.
Ja, Raubritter. Ein schwieriges Thema. Man kann, auch hier muss man differenzieren, wenn man das System kennt. Ich habe lange in dem Bereich gearbeitet, selber ein Label, bin GEMMA-Mitglied. Und ohne jetzt da irgendwie ja, jemanden schlecht machen zu wollen, und ich mache es auch nicht, sondern ich sage nur, wie ein System entstanden ist. Und das betrifft auch Österreich, wie Gelder fließen oder nicht fließen. Einfaches Beispiel, da gibt es einen ganz berühmten Mann, den noch viele kennen, Dieter B. Der ist GEMMA-Vollmitglied. Ich bin es nicht, weil ich nicht den nötigen, ich weiß nicht, 30.000 oder 70.000, mittlerweile sind es glaube ich 30.000 Euro Umsatz im Jahr habe. Dann ist man stimmberechtigt. Und wie ist es so schön? Wenn ich dort stimmberechtigt bin, Einfluss habe, werde ich mir nicht selber meine Einnahmen ja, nehmen. Bedeutet konkret bei Dieter B., der irgendwann vor 30 Jahren ganz berühmt war mit furchtbaren Liedern aus meiner Sicht, Katastrophe, aber egal. Millionen Deutsche und Österreicher haben mit ihren Arsch dazu gewackelt. So, er macht nichts mehr und trotzdem verdient er noch hunderttausende Euro, wenn nicht Millionen jährlich, durch Einnahmen über diese Verwertungsgesellschaften. Weil er wird noch immer im Radio gespielt und jetzt wird angenommen, wenn er so oft im Radio gespielt wird, dass auch die Verkäufe bzw. er da in jeder Disco und da und dort genauso oft anteilsmäßig gespielt wird. Das heißt, die ersten ca. 60% der Gesamteinnahmen, beispielsweise der GEMMA, aber auch bei der AKM ist es nicht viel anders, werden einmal auf diese Top 40, ist sie wurscht, Hitparaden-Leute aufgeteilt. Und dann bleibt ein Topf übrig, 40-30%. Von dem kriegen die noch einmal alle Quote den Anteil, ja, noch einmal diesen Anteil, und der Rest, der übrig bleibt, wird dann an jene Leute ausbezahlt, die mindestens mehr als damals, vor 10 Jahren waren es ca. 75 bis 80 Euro, an Tantiemen hatten. Unterhalb bekommt man gar nichts. Wird man nicht einmal angeschrieben vielleicht, aber nicht mehr. Was hat das zum Beispiel, was bedeutet 75, 80 Euro? Ich hatte zum Beispiel eine Nummer, die wurde 35.000 Mal im Radio gespielt. Das waren, glaube ich, 83 oder 78 Euro. Und deshalb habe ich einen schönen Brief bekommen, dass ich auch etwas aus dem großen Milliardentopf bekomme. Und dann haben sich Bands gewundert, was nichts weitergeht. Ja, mir haben die Produktionskosten oft mehr als tausende Euro gekostet. Und jedes Jahr eine Band zu verwalten, wenn ich es umrechne in Arbeitszeit und alles, kostet mir 1000 Euro. Und dann habe ich vielleicht 100 Euro Einnahmen durch eine Band. Und dann braucht sich vielleicht keiner wundern, dass ich irgendwann kein Interesse mehr habe, für irgendjemanden etwas zu tun. Wenn man als Kulturschaffender, Kunstförderer selber dafür zahlen muss, wie bei Festivals, wo einem die Förderung im letzten Moment gestrichen werden, wo man einen Tag bevor das Festival stattfindet, noch nicht mal weiß, ob man die Förderung bekommt. Und dann heißt, naja, die große Förderung kriegt's nicht, weil ihr habt eh schon kleine vom Bezirk bekommen und das wäre Quersubventionierung und so, und dann streicht man die große und dann zahlt man selber 2.000-3.000 Euro aus der eigenen Tasche, damit man 3-4 Monate umsonst gearbeitet hat. So ist die österreichische Kunstförderung in Gros. Aber es werden Millionen für irgendwelche Scheißsachen, ob in Schönbrunn oder sonst irgendwo hineingeschmissen, wo ohnehin Werbeträger sind, die Millionen machen. Das ist unsere Kulturförderung. Sie haben ja erzählt, dass Sie jemanden im Verwandtschaftsbereich hätten, die auch Erfahrungen gemacht haben mit dem besonderen, nicht Fördersystem, sondern Covid-19-Ersatz-Hersystem. Endsatz. Ja, ein Familienmitglied hat normalerweise einen Bedarf von 12.000 Euro im Monat, um den Betrieb aufrechthalten zu können. Angeboten sind ihm 1.000 Euro geworden. Wie oft? Einmal nur oder öfters? Das weiß ich jetzt nicht.
Aber im März noch, wie es darum ging, was ist jetzt mit dem Monat? Jetzt fängt dann bald die Saison an, ja, vor allem für Foodtrucks etc. Was können wir jetzt haben? Was können wir machen? Mhm. Ja, 1000 Euro. Was sind Foodtrucks? Nur so kurz, weil es gibt ja Leute, die das nicht wissen. Und zwar, das sind kleine Wegen, die halt Essen anbieten. Aha, okay, ja. Okay, also schon wie früher mal, dass mobile Stand, mobile Stände. Okay, nur damit ich glaube Bescheid. Oder wie man sagt in Wien, Fressstandl. Ah, Fressstandl, gut. Ohne Käse keiner leider. Gescheide. Nicht so ein Schrott. So, ja. Der Kaiser. Der Kaiser. Mir bleibt, da war der lustig, der, mir bleibt nichts, der Sportkaiser, war ich gar relativ arme Gestalt. Ja, Jesus. Hat mir jetzt einfach einen Krieg mitgehen, ob er wollen hat oder nicht. Und unsere Politiker, ja, leider kann man denen keinen Vorwurf machen, weil sie auch in einem System groß geworden sind, wo auch manche Künstler, die wichtig sind, Macht haben. Und die wollen sich natürlich auch nicht ihre Existenz, ihren Ruhm wegschneiden. Und so können sie, haben sie im Laufe der Jahrzehnte auch hier in Österreich dabei mitgeholfen, ein System aufzubauen, wo jetzt der Kunst- und Kulturpolitiker nur vor einer Mauer stehen, wo man normalerweise nur das ganze Mauerwerk oder das Haus abreißen kann, oder man zuckt mit der Schulter und lacht jenen ins Gesicht, die eine Förderung wollen und sagt, kriegst eh was, sei froh, andere kriegen gar nichts. Aber du bist auf meinen Gutwill angewiesen. Und da sind wir. Und unsere Politik ist ident, kurz und alle. Nichts anderes. Das ist unser politisches System. Und dann krähen und krächzen da irgendwelche wichtigen Leute und meinen, sie sind relevant, systemrelevant. Ja, sie haben ein System unter sich und alle machen mit. Aber jene Menschen, die tatsächlich systemrelevant sind, wie auch bei ihm, der auch nebenbei Milizsoldat ist und dann nicht viel Geld kriegt, die ausgehungert werden. Ja, so ist unser System. Wir hungern das aus, was es uns ausmacht, und bereichern sich so manche da im Hintergrund. Und mittlerweile haben wir ja mehr keine Parteien, sondern Partien wie die türkise Partie, die sehr mächtig ist und wo im Hintergrund ganz mächtige Männer sitzen und Frauen, die sich da Kuchen aufteilen. Das ist offensichtlich. Und ich bin mir sicher, in einigen Jahren werden tausende Hinweise kommen, wer nicht da alles abgezockt hat und sich bereichert hat. Aber das ist normal in Österreich. Deswegen kann man denen keinen Vorwurf machen, wenn die Leute alles mitmachen, die Maske aufsetzen und nicht mal das Hirn einschalten, dass da was nicht stimmen kann, dass man Wissenschaftler mundtot macht, Fachleute aus der Regierung entlässt, mehr oder weniger, oder sie gehen es von selber, weil sie das nicht mittragen können, was dann Unfug und Schwachsinn erzählt wird, Herr Kurz. Und deswegen habe ich schon vor einiger Zeit angekündigt, sie kommen nicht davon. Und diejenigen, die in der Regierung das mitmachen, auch nicht. Denn hier ist eine große Lüge passiert, Lüge. Und das traue ich mir so in die Kamera zu sagen. Und ich komme mit 100 Wissenschaftlern weltweit, Koryphäen, das weiß ich, wenn wir vor Gericht stehen. Und dann werden wir sehen, was sie gemacht haben. Sie haben nichts gemacht, sie haben leider gelogen. Und das traue ich mir so zu sagen. Sagen wir es mal vornehm. Sie haben nicht ganz die Wahrheit gesagt. Sie haben nur im Dienste der Verunsicherung in den Urängsten der Menschen gerührt. Um sie zu schützen, vor wem? Vor sich selbst? Nein. Zu schützen, dass sie ihre Position verlieren, dass sie ihre Augen oder ihre Ansehen verlieren, ihren Stolz. Das ist es. Ich habe es in die Kamera gesagt, wir können uns vor Gericht treffen. Das ist die Frage. Im Moment haben wir keinen Plan. Okay. Das ist die Geschichte. Ja, wer wir? Wer ist wir? Wir kann alles sein. Die Regierung in dem Fall. Aha, die Regierung. Diejenigen Leute, ja, die dieses Land leiten. Ja, aber sie tun ja so, dass sie einen Plan haben. Sie präsentieren ja permanent Pläne. Ja, es werden Pläne präsentiert, dann werden Rücksprachen gehalten, das stimmt schon. Aber man fokussiert sich, und das merkt man einfach, man fokussiert sich auf einige Kernwirtschaften, Kernbereiche, man fokussiert sich auf das, was sichtbar ist. Das, was am sichtbarsten ist,
das, was in den Medien am meisten Leute verstehen, wenn man darüber schreibt. Weil wenn man über Künstler schreibt oder über Künstler spricht etc., dann kriegt man meistens so Antworten zu hören, ja, aus dem österreichischen Banausentum. Die sollen auch mal was hackeln gehen, ne, die zerschmelzen in Selbstmitleid, oder hat die Presse geschrieben, glaube ich, irgendwo gestern. Wer zerschmelzt in Selbstmitleid? Ja, das war ein Kommentar auf den Resitaritz, ne? Zerfließt in Selbstmitleid, hat man gesagt, weil er sich aufgeregt hat über die Zustände. Ah, ne? Also jede Industrie in diesem Kulturland hat Recht darauf, sich aufzuregen, hat Recht darauf zu sagen, Leute, mich zwickt's, so geht's nicht weiter. Wenn wir dann als Künstler, Musiker, Bühnenarbeiter etc., egal, Kulturschaffende, herkommen und sagen, Leute, wir sind knapp vorm Hungertuch teilweise. Ihr habt nichts bedacht für uns. Ihr habt da einen Plan gemacht, ohne uns einzubeziehen, richtig. Dann heißt es, wir ziehen euch eh ein. Ja, wenn ihr den Theaterchef einbezieht, die Manager, die Leute von den Salzburger Festspielen etc., große Geschichten, ja, dann werdet ihr nicht mitbekommen, was Leute wie wir, wo es uns drückt. Ist ja wohl klar, oder? Ich habe noch nicht gehört von Vertretern meines Standes, dass sie eingeladen wurden und dass man gefragt hat, wie ist eure Lebensrealität? Wie schaut es aus? Habt ihr drei Reis gehabt? Wie ist Ihr Name? Ja. Wie schaut's aus? Ist es nicht tragisch, wirklich tragisch, wenn man den Heldenplatz hernimmt? Er steht dort. Und wenn man von hinten auf ihn zukam, sah man diesen Balkon, wo 1938, ja, da, traurige Situation, wirkliche Kunstförderung stattfand, mit allen Mitteln. Fast das größte, das größte Budget beim Adolf Hitler, weil sich die Nazis bewusst waren, was Kunst und Kultur bedeutet, Identität nämlich. Und die fängt aber im Kleinen an. In jedem Dorfwirtshaus, selbst zu Hause in der Stube, wenn dort die Leute mit der Ideologie und der Kunst zusammengeschweißt werden, das kann man auch 100 Jahre lang nicht auslöschen. Das bleibt bestehen und das blieb bestehen. Ja, Adolf Hitler und das ganze System ist draufgegangen, Gott sei Dank. Und das haben die Alliierten schon 1943 in Jalta gewusst. Aber die Nazis haben weitergemacht und haben mit Filmen und mit Propaganda und mit Kunst und Kultur, mit Identitätsstiftung, wir sind das Reich der... Ja, jetzt halt's einmal, wir sind Österreich, wir sind so eine tolle Kulturnation, Musikland, ja. Ja, mit solchen Sachen haben die Leute sogar noch für die Nazis gekämpft, obwohl einen Kilometer entfernt die Rote Armee stand. Und dann gab es ein paar Wahnsinnige, die haben mit allen Mitteln geschossen, aus allen Rohren und noch viele Tote verursacht. Ich komme aus so einer Gegend, wo der Krieg, obwohl er schon vorbei, noch 2 Monate länger gedauert, Bezirk Hartberg, können wir alle nachschauen, warum das ganz eine eigene Situation war dort. Ich will es jetzt auch nicht erklären historisch. 2 Monate länger hat dort der Krieg gedauert, bis endlich die letzten Reste von diesen Verrückten mit ihrer Identität entweder tot waren oder halt, ja, gefangen genommen wurden. Und dann, am nächsten Tag, war alles neu. Karian hat für die Alliierten gespielt, einen Tag davor die Nazis, entnazifiziert. Und so hat es der Erwin Ringel, über das werde ich jetzt demnächst auch einen Beitrag machen, das als österreichische Seele bezeichnet. Nie gab es eine wirkliche Revolution. Wir mussten nie wirklich drüber nachdenken, wer bin ich, was sind wir, wo komme ich her, ist diese Identität, die wir uns jetzt künstlich gemacht haben, aufgebaut haben, Österreich, die Kulturnation, das Musikland, ist die nicht eher ein Schimmer und Schein? Dort sind wir angelangt, jetzt haben wir kurz, jetzt langsam bricht es. Die Generation, die Erwin Ringel, ja, vor der Erwin Ringel gewarnt hat, wenn nicht entscheidend endlich
wir eine wirkliche Identität aufbauen. Die fängt bei ein jedem und ein jeder selbst an, sich zu hinterfragen, auch wenn 100.000 andere so sind, wie man selbst ist, ob das wirklich richtig ist, ob das sinnvoll ist, ob man glücklich ist damit oder ob man nicht aus Schein nur mitmacht und zu Hause eben leidet. In diesem Sinne, Kunst und Kulturland Österreich, das Musikland schlechthin weltweit. So still, ich habe schon seit 10 Tagen überrasiert und immer gewaschen. Und ich hab nichts als ein Frühstück, Manteltaschen. Und immer zum Frühstück und schnarre mal über Zigaretten an. Und aber was schön in. Die Kunst in Österreich, Papa.